Moin moin und hallo Leute, mein Name ist FreshG und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GameUnity. Heute möchte ich euch mal ein Spiel vorstellen. Nicht, dass das immer so läuft, dass ihr uns hier ein Spiel vorschlagt und wir das dann spielen. Das Spiel heißt The Hidden und ich möchte euch bevor das hier alles überhaupt richtig losgeht mit dem Gameplay, mal sagen, worum es da überhaupt geht. Das hier ist noch das Tutorial, wo ich lerne, wie ich mich als The Hidden zu bewegen habe. Ihr wisst ja noch gar nicht, was The Hidden ist. Also, ihr seid sozusagen als kleine Hintergrundstory ein Mensch, mit dem ziemlich viele Experimente gemacht wurden, so scheint es, zumindest aus dem Tutorial hinaus. Und dadurch seid ihr so durchsichtig geworden. Das könnt ihr euch so vorstellen wie zum Beispiel bei Alien vs. Predator. Der Predator ist ja so halb durchsichtig, so ähnlich wie wenn man durch Hitze durchsieht. Und ihr könnt euch auch an Wänden und Decken festhalten, aber das nur für eine bestimmte Zeit lang. Links unten seht ihr diese Energieleiste und immer wenn ihr springt oder euch lange an der Wand festhaltet, dann geht diese immer weiter runter. Hier, das ist der sogenannte Pickstep, den macht ihr mit Rechtsklick. Damit könnt ihr eine Person, wenn ihr die damit trefft, mit einem Schlag töten, was wirklich sehr spannend ist, weil der Schlag braucht natürlich ein bisschen, bis ihr den ausgeführt habt, aber dafür ist er halt extrem effektiv. Als Gegner habt ihr dann online 8 Leute meistens, also 8 so, ich nenne sie Marines, weil mich links unten dieses HUD, diese Karte, so sehr auch an Aliens erinnert. Und dann könnt ihr zu 8, also wenn ihr Marine seid, euch Rückendeckung geben und versuchen, The Hidden zu finden, bevor er euch findet, und versucht natürlich, ihn zu eliminieren. In dem normalen Spielmodus ist es so, dass The Hidden eine bestimmte Zeit lang halt Zeit hat, insgesamt euch alle zu finden und zu töten. Wenn ihr ihn aber vorher tötet, dann ist die Runde sofort aus. Der nächste wird als The Hidden gewählt und ihr seid dann zum Beispiel Marine und steht auf der anderen Seite und müsst versuchen, euch zu verteidigen, zusammen mit eurer Truppe. Es gibt auch verschiedene Maps, das ist schon mal klar. Und es gibt auf den Maps auch immer wieder verschiedene Punkte, wo nur The Hidden hinkommt, dadurch, dass er so von Wänden abspringen kann. Und somit kann er zum Beispiel dann durch Schächte über euren Köpfen hin und her laufen, ohne dass ihr den überhaupt mal zu Gesicht bekommt, was ja leicht ironisch ist, weil er ja unsichtbar ist. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Und das ist wirklich sehr spannend, auch als gerade als The Hidden zu spielen, weil man natürlich versuchen muss, nicht entdeckt zu werden, sich so agil wie möglich zu bewegen. Und ich finde es unglaublich spannend, sich an der Decke festzuhalten, die alle unter euch durchlaufen zu lassen und hinten sich runterfallen zu lassen und dann von hinten alles aufzuräumen. Als The Hidden könnt ihr auch so kleine Ablenkungsmanöver machen, wie zum Beispiel, dass ihr die Leichen an den Wänden festpinnt. Aber das wird ihnen jetzt zum Verhängnis, weil da trudelt er hier fröhlich mit seiner Leiche hin und her. Und dadurch habe ich natürlich gesehen, wo er ist, und habe ihn dann bekommen. Als nächstes spiele ich als The Hidden, was aber leider sehr doof war. Auf diesem Server konnte man diesen Pickstab nicht machen. Das heißt, ich konnte nur sehr schwer die Leute töten, aber ich gebe mein Bestes, das war hier meine allererste Runde und es hat mir trotzdem sau viel Spaß gemacht. Auf manchen Servern laufen auch noch ein bisschen andere Spielmodi, also nicht dieses, dass die Zeit abläuft und nur einer The Hidden ist und wenn er getötet wird, dass dann alles aus ist, sondern es gibt auch noch Spielmodi, die so ähnlich sind wie so ein Infection-Modus oder ein Zombie-Modus, dass wenn ihr einen Marine getötet habt, dass dieser Marine dann auch zum The Hidden wird und dann werden es immer mehr The Hidden und der letzte Marine muss natürlich versuchen, um sein Überleben zu kämpfen, was ziemlich schwierig ist, dadurch, dass die Hidden einfach so extrem wie so eine Jäger sind, so unsichtbar und schnell agil und natürlich mit dem Pickstep noch schneller die Gegner töten können. Ich habe auch noch gehört, dass es andere Spielmodi geben soll, aber ich konnte noch nicht so viel testen, da es leider bis jetzt sehr, sehr wenige Server gibt und diese Server sind meistens komplett voll und manchmal wird man auch von Servern einfach runtergeschmissen, da sie noch nicht so komplett stabil laufen. Also, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass dieses Spiel noch weiterhin ausgebessert wird. Ich finde es unglaublich spannend, mein Herz hat richtig gepuckert, als ich so hin war und das macht mir richtig Laune. Mal sehen, wie viel ich euch in Zukunft noch von dem Spiel zeigen kann. Wenn ihr das mal spielen wollt, das ist in der Beschreibung. Bis dahin, ciao! Nee, ich komme nicht ran. Noch ein Stück. Müh. Ja, ich bin drin. Ha! Nice, Alter. Nice. Und hier ist dieses scheiß Paket.